Hey, wie können wir unseren Arduino oder ESP eigentlich mit Strom versorgen? Spoiler, gibt mehr Möglichkeiten als nur die USB-Buchse. Und was muss man dabei beachten? Erkläre ich euch. Außerdem zeige ich euch zwei Netzteilvarianten, wenn wir etwas mehr Wumms brauchen, also quasi ein Doppelwumms. Wir schauen uns ein LED-Netzteil an und wie man das gute alte PC-Netzteil sehr einfach zur Stromquelle für euren Mikrocontroller umbauen kann. Eine Zeitenwende. Los geht's. Gleich nach dem Intro. Und während des Intros habt ihr kurz Zeit, um über ein Like und den Abo-Wumms nachzudenken. So, bevor wir uns jetzt ins Basteln stürzen, wäre es natürlich gut zu wissen, welche Möglichkeit der Stromversorgung es bei Arduino und ESP überhaupt gibt. Wo und wie kann ich eigentlich Strom in den Mikrocontroller führen? Schauen wir uns zunächst das Ganze beim Arduino Uno an. Hier gibt es gleich vier Möglichkeiten der Stromversorgung. Möglichkeit Nummer 1. Das ist die einfachste Möglichkeit. Einfach über USB an einen Computer, eine Powerbank oder ein Netzteil mit USB-Stecker anschließen. Alle Netzteile oder Powerbanks, die irgendeinen USB-Stecker haben, müssen laut USB-Spezifikation immer 5 Volt liefern. Bedeutet aber auch umgekehrt, jedes Gerät, das Strom über eine USB-Buchse erhält, erwartet hier genau 5 Volt. Wenn ihr zum Beispiel so ein günstiges Handynetzteil verwenden wollt, schaut vorher aber lieber nochmal nach. Die Ausgangsspannung muss auf jedem Netzteil draufstehen. Wenn da nichts draufsteht, ist schon mal seltsam. Ich würde dann das Netzteil gleich entsorgen. Möglichkeit Nummer 2. Die Arduino Uno Boards verfügen auch über eine 5,5 mm Hohlbuchse. Hier kann ein Netzteil angeschlossen werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass das Netzteil dann eine Spannung zwischen 7 und 12 Volt liefern muss. Hä, warum nicht 5 bis 12 Volt? Der Arduino läuft auch mit 5 Volt. Gute Frage. Hier ist die Besonderheit, dass diese Stromversorgung durch einen Spannungswandler läuft, der auf dem Arduino verbaut ist. Dieser kümmert sich darum, dass die 7 bis 12 Volt in genau 5 Volt umgewandelt werden. Und aus technischen Gründen benötigt dieser Spannungswandler eine eingespeiste Spannung, die mindestens 2 Volt über der Zielspannung von 5 Volt liegt. Also 5 plus 2 gleich 7. Kommen wir zur Möglichkeit Nummer 3. Man kann den Arduino auch über die Pins mit Strom versorgen. Der Minuspol der Stromquelle wird dann an Ground angeschlossen, der Pluspol wird an VIN angeschlossen. VIN steht wohl für Voltage In. Der VIN-Pin läuft ebenso wie die Hohlbuchse über den internen Spannungswandler. Das heißt, hier gelten die gleichen Vorgaben. Eine Spannung von 7 bis 12 Volt werden benötigt. An dem VIN-Pin oder der Hohlbuchse könnte man also auch unregulierte Stromquellen wie Batteriepacks verwenden, wie zum Beispiel 4 1,5 Volt Batterien. Hey, Moment, 4 mal 1,5 sind 6 Volt. Das müssen noch mindestens 7 Volt, haben wir gerade gesagt. Ja, das stimmt. Allerdings ist der Arduino genügsam. Da gibt es ja immer Toleranzen. Meistens reicht das noch. Du kannst natürlich auch 5 mal 1,5 Volt nehmen, dann bist du ganz offiziell innerhalb der Spezifikation. Möglichkeit Nummer 4. Man kann auch noch den 5V-Pin für die Stromversorgung verwenden. Minuspol wieder an Ground und Pluspol dann eben an diesen 5V-Pin. Das geht aber nur mit einer regulierten Stromquelle, die genau 5 Volt liefert, denn dieser Pin läuft eben nicht über den eben erwähnten Spannungswandler. Das könnte also ein 5-Volt-Netzteil sein oder auch ein aufgeschnittenes USB-Kabel, das an einer richtigen USB-Stromquelle hängt. Übrigens, wenn du den Arduino über den USB-Port, die Hohlbuchse oder VIN mit Strom versorgst, dann ist der 5V-Pin und der 3V3-Pin ein Output-Pin und dort stehen dann regulierte 5 Volt bzw. 3,3 Volt zum Abgreifen zur Verfügung. Dort könnte man dann zum Beispiel einen LED-Streifen oder jedes andere beliebige Bauteil mit Strom versorgen. LED-Streifen allerdings nur, ich sag mal, maximal vielleicht 4, 5, 6 LEDs, denn mehr Ampere kommen aus den Pins des Arduinos nicht heraus. Was bedeutet eigentlich unregulierte und regulierte Stromversorgung? Ein Netzteil liefert immer genau eine eingestellte Spannung. Man kann sich darauf verlassen, dass ein 5-Volt-Netzteil immer 5 Volt liefert. Interne Komponenten im Netzteil regulieren das. Daher gehört ein Netzteil zu den regulierten Stromquellen. Eine AA-Batterie liefert 1,5 Volt, jedoch nur eine bestimmte Zeit lang. Wenn die gespeicherte Strommenge in der Batterie abnimmt, sinkt auch die Spannung. Hier sind keine regulierenden Komponenten verbaut, die das ausgleichen. Batterien und Akkus gehören daher zu den unregulierten Stromquellen.
Kommen wir nun zum ESP. Und da müssen wir mal kurz über die Bezeichnung sprechen. Was ist eigentlich gemeint, wenn wir von ESP32 oder ESP8266 sprechen? Genau genommen ist das dieser Chip unter diesem Metallgehäuse. Und sowohl der ESP32 als auch der ESP8266 laufen mit 3,3 Volt. Man spricht dann auch von der Operationsspannung. Hier geht es ja aber nun um die Versorgungsspannung, also wie viel Strom darf ich an welche Stelle einführen, damit der Mikrocontroller korrekt läuft. Die meisten von uns verwenden sogenannte Dev-Kits oder Dev-Boards. Das sind spezielle Entwicklerboards, die das Arbeiten mit ESPs viel einfacher machen. Die ganz kleinen SMD-Pins des ESP-Chips werden hier zu größeren Pins am Rand der Platine hinausgeführt, damit man viel einfacher Kabel anschließen kann. Außerdem sind meistens noch weitere Leckerlis verbaut, wie zum Beispiel ein USB-Port und oft ist eben auch ein Spannungswandler verbaut. Die Betonung liegt auf oft. Theoretisch muss kein Spannungswandler auf dem Dev-Board verbaut sein, aber dann wird es wahrscheinlich auch kein USB-Port geben. Denn man sollte vermuten, wenn ein USB-Port verbaut ist, dann muss auch irgendwo ein Spannungswandler im Spiel sein, denn USB bedeutet ja immer 5 Volt, der ESP läuft aber mit 3,3 Volt. Meistens gibt es bei einem ESP-Dev-Board drei verschiedene Möglichkeiten zur Stromversorgung. Möglichkeit Nummer 1. Wie beim Arduino ist die Stromversorgung über den Micro-USB-Port auch hier die einfachste Möglichkeit. Dadurch, dass USB auf 5 Volt genormt ist, kann man hier kaum etwas falsch machen. Möglichkeit Nummer 2. Der 5V-Pin. Achtung! Hier gibt es deutliche Unterschiede. Es gibt Boards, die können über dem 5V-Pin mit einer unregulierten Stromquelle betrieben werden. Je nach verbauten Spannungswandler unterscheiden sich die minimalen und maximalen Spannungsgrenzen, haben wir eben ja schon drüber gesprochen. Und es gibt Boards, die lassen eben nur ganz genau 5 Volt am 5V-Pin zu. Wenn du die Infos zu deinem Board nicht findest, dann nimm lieber genau regulierte 5 Volt, dann sollte nichts schief gehen. Pluspol der Stromquelle dann wieder an den 5V-Pin und Minuspol an Ground. Wie gehabt. Möglichkeit Nummer 3 ist der 3V3-Pin des ESPs. Hier kann man regulierte 3,3 Volt Strom einspeisen mit dem Pluspol der Stromquelle, Minuspol wieder an Ground. Hier ist natürlich klar, der wird wahrscheinlich nicht über den Spannungswandler laufen, denn 3,3 Volt wird vom ESP-Chip benötigt. Warum sollte man den noch durch einen Spannungswandler laufen lassen? Übrigens, wenn du den ESP über den USB-Port mit Strom versorgst, dann ist wie beim Arduino Uno auch der 5V-Pin und der 3V3-Pin ein Output-Pin. Dort stehen dann in der Regel regulierte 5 Volt bzw. 3,3 Volt zum Abgreifen zur Verfügung. So, genug über Pins gequatscht. Ihr habt jetzt eine gute Übersicht darüber, wie man Arduino und ESP mit Strom versorgen kann. Jetzt schauen wir uns mal die beiden Netzteilvarianten an, die ich hier vorstellen möchte. Fangen wir an mit dem LED-Netzteil. Kaffee mal zur Seite, nicht, dass es hier ein Unglück gibt. Das ist ein sogenanntes LED-Netzteil oder auch Einbaunetzteil genannt. Zumindest findet man die zum Beispiel in großen Versandhäusern unter diesem Suchbegriff. Dieses hier liefert 5 Volt, gibt es auch in anderen Spannungsbereichen und das kann maximal 8 Ampere liefern. Lassen sich auch prima in ein größeres Gehäuse oder Bilderrahmen verbauen. Oft sind an den Ecken hier noch Schraublöcher für Befestigungsmöglichkeiten. Einziger Haken ist nur, dass man sich hier um eine 230 Volt Zuleitung kümmern muss, denn diese Netzteile kommen nur mit blanken Drähten und da soll der Strom rein. Und dafür nehme ich mir dann ein ausrangiertes Kaltgerätekabel und entferne alles, was ich nicht benötige. Also im Grunde wird dann am Ende der Leitung aufgemacht und die einzelnen Adern werden freigelegt. Man kann sich auch nur Kabel und Stromstecker im Baumarkt besorgen und das dann entsprechend zusammenbauen. Dazu muss ich hoffentlich nicht viel sagen. Das steckt ihr so bitte niemals in die Steckdose, es sei denn, ihr wollt Würstchen heiß machen oder ihr habt den Kanal noch nicht abonniert. Nein, ernsthaft, das ist gefährlich. Wenn ihr unsicher seid, holt euch Hilfe, die sich auskennt. Sowas steckt ihr niemals in eine Steckdose. Jetzt könnte man diese Leitungen ja zum Beispiel verlöten und mit Schrumpfschläuchen verschrumpfen. Oder halt die gute alte Lüsterklemme rauskramen. Aber halt, die Lüsterklemme ist ja out. In der Stromleitungsverbindungsfashion benutzt man heute sogenannte Federkraftklemmen. Halten besser in Kontakt und sind auch viel einfacher in der Anwendung. Die haben sogar einzelne kleine Schienen, sodass man sich die zusammenstecken kann, je nachdem, wie viele Leitungen man denn verbinden möchte.
Auf der Rückseite gibt es auch noch eine kleine Messhilfe zum Abisolieren der Leitung. Also da hält man dann einfach die Aderenden ran und dann kann man sehen, dass die Leitung ungefähr so weit abisoliert werden soll. Leitung wird einfach da rein und es wird zugeschnappt und fertig ist dann die Verbindung. Man muss nur aufpassen, dass diese Federn nicht auf den Fingernagel schnappen. Die beißen ganz schön. Den Link zu der Klemme packe ich euch natürlich auch in die Beschreibung. Auf der anderen Seite der Federklemme kommen dann die Kabel des LED-Netzteils rein. Achtet darauf, welche Kabel für den 230 Volt Eingang sind und welche für den 5 Volt Ausgang sind. In diesem Fall ist das auf dem Gehäuse mit AC-In und DC-Out gekennzeichnet. In AC-In kommt der 230 Volt Wechselstrom und bei DC-Out kommen dann 5 Volt Gleichstrom heraus. Wenn ihr es andersrum anschließt, am Ausgang des LEDs-Netzteils verwende ich auch wieder diese Federklemmen. Dafür habe ich mir noch zwei Kabel mit Dupont-Steckern gekrimmt und kann den Strom so ganz einfach am Breadboard anschließen oder direkt an den Pins des Mikrocontrollers. Wenn du nicht selber krimpen willst, hast du bestimmt noch ein, zwei Jumper-Kabel, die du opfern kannst. Schauen wir uns nun das gute alte PC-Netzteil an. Yeah! Wenn der PC nicht besonders klein oder exotisch ist oder war, wird es sich wahrscheinlich um ein Netzteil nach ATX-Standard handeln, so wie dieses hier. Je nachdem, ob im PC ein ATX-Motherboard verbaut wurde. Warum sind diese ATX-Netzteile jetzt so praktisch? Weil diese Netzteile drei verschiedene Spannungen liefern, nämlich 12 Volt, 5 Volt und 3,3 Volt. Na, wenn das kein Zufall ist, dass das auch die üblichen Spannungen bei Mikrocontrollern und Co. abdeckt. Gut, 12 Volt nicht ganz so üblich, kommt aber vor, aber 5 und 3,3 Volt sind genau die Betriebsspannungen von Arduino Uno und ESPs. Wie geil, also perfekt, um unsere Mikrocontroller insbesondere in der Prototypenphase zu betreiben. Hier kommt es ja noch nicht so auf die Optik an und bei mir steht es immer auf dem Schreibtisch und kann damit sehr einfach, sehr schnell meine Mikrocontroller-Projekte betreiben. Herzstück der ganzen Stromversorgung bei so einem ATX-Netzteil ist der sogenannte Molex-Stecker. Hier kommt nämlich alles an, was wir benötigen. Die ganzen anderen Stecker, die da noch dranhängen für Grafikkarten, Festplatten und so weiter, werden gar nicht weiter benötigt. Ich habe hier mal eine Grafik angefertigt, die die Pin-Belegung dieses Molex-Steckers zeigt. Achtung, bei aktuellen ATX-Netzteilen kommt noch ein zusätzlicher 4-Pin-Stecker daher, der zusammen mit dem 20-Pin-Molex-Stecker einen 24-Pin-Stecker ergibt. Allerdings verschieben sich dadurch die Nummerierung der Pins, je nachdem, ob man gerade vom 20-Pin-Stecker oder von dem 24-Pin-Stecker spricht. Normalerweise sind die Kabel auch alle farbkodiert. ATX-Netzteile haben keinen Ein-Ausschalter. Das erledigt im Normalfall ja der Schalter des PCs, der wiederum über das Motherboard dem Netzteil sagt, er soll jetzt hochfahren. Und alles, was das Motherboard dann macht, ist den Pin 14 bzw. Pin 16 im Molex-Stecker mit Ground zu verbinden und schon liefert das Netzteil Strom. Pin 14 beim 20-Pin-Stecker und 16 beim 24-Pin-Stecker. Das ist immer der gleiche Pin, man zählt nur anders, wenn der 4er-Stecker mit dranhängt. Eine Möglichkeit wäre nun also den Molex-Stecker bzw. die Kabel, die man benötigt, abzuknipsen, vorzubereiten, sodass man diese als Stromquelle für 3,3, 5 oder bei Bedarf auch 12 Volt verwenden kann. Um das Netzteil dann zu starten, kannst du einen Schalter zwischen die Kabel von Pin 14 bzw. 16 und Ground machen und damit das Netzteil dann ein- und ausschalten. Aber halt, bevor ihr jetzt den Seitenschneider holt und den kompletten Molex-Stecker hier abknipst, gibt genau für diese Situation solche Verteilerboards, habe ich mir natürlich besorgt. Und alles, was man hier tun muss, ist, den Molex-Stecker in der Mitte einzustecken. Und dann kann man über diese Terminals und die Pins, die es hier gibt, bequem die 3,3 Volt, 5 Volt und 12 Volt Spannung abgreifen. Und es gibt sogar einen Schalter. Damit kann man dann das Netzteil an- und ausschalten. Eigentlich ganz simpel, könnte man sich auch selber bauen im Grunde. Aber hey, mit der eingesparten Zeit kannst du jetzt das Video liken und ein Abo dalassen. Jetzt brauchen wir nur noch zwei Kabel und können den regulierten Strom zum Mikrocontroller bringen. Ich habe mir zum Beispiel solche fertigen Micro-USB-Stecker besorgt. Darüber kann ich die 5 Volt dann direkt in die USB-Buchse des ESP-Devboards schicken. Wir können aber auch genauso gut direkt an den 5-Volt-Pin gehen.
Und natürlich lassen sich über die gleiche Stromquelle dann auch externe Verbraucher betreiben, wie zum Beispiel LED-Streifen, die ein paar mehr LEDs haben, denn diese Netzteile liefern ja sehr viel mehr Ampere. Übrigens, wenn euch dieses Thema LED-Streifen, falls euch das Thema interessiert, empfehle ich meinen LED-Streifen Ultra Guide. Da erkläre ich sehr ausführlich alle wichtigen Basics zum Thema LED-Streifen und wie man diese mit ESP und Arduino ansteuert. Ein Wort noch zum ATX-Netzteil. Schaut euch unbedingt die Spezifikation des Netzteils an, damit ihr wisst, wie viel Ampere euch überhaupt zur Verfügung stehen. Die Spezifikationen findet man in der Regel auf der Seite des Netzteils. Die Wattangabe eines Netzteils ist in der Regel eine kombinierte Wattangabe. Also ich habe das Ding ja hier beim Händler als 500 Watt Netzteil gekauft. Man muss aber beachten, diese 500 Watt teilen sich auf die unterschiedlichen Spannungen auf. Also ich habe jetzt hier nicht 500 Watt, die ich komplett an den 5 Volt nutzen kann. Hier bei diesem Netzteil steht, dass der maximale Strom, den man bei der 5 Volt Spannung ziehen kann, bei 15 Ampere liegt und nicht bei 100 Ampere, wie man es rein rechnerisch vermuten könnte, wenn die vollen 500 Watt bei 5 Volt zur Verfügung stehen würden. Watt ist ja gleich Volt mal Ampere, das heißt 5 Volt mal 15 Ampere entsprechen demnach 75 Watt. Warum die Ampere so wichtig sind, gehe ich auch in meinem LED-Streifen Ultra Guide drauf ein. Oh, das war's schon wieder mit dem Video. Schade. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte gerne einen Daumen hoch und gerne auch ein Abo dalassen. Alle Produkte in dem Video sind meine persönlichen Empfehlungen, die ich selber auch verwende. Ich habe in der Videobeschreibung alle Produkte aus dem Video verlinkt. Das sind sogenannte Affiliate-Links, bei denen ich auf Kosten des Händlers eine kleine Provision erhalte. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, nutzt gerne diese Links. Seid immer vorsichtig mit Strom, gerade bei den aktuellen Strompreisen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.